Ja. Ich mache nur noch die Futterbestellung fertig und dann komme ich. Bis gleich. Dana. Nee, die geht auf Geschäftsreise. Ja. Bis gleich. Sehnsucht? Christian, ich pack das nicht alleine. Du musst mit nach Hannover kommen, bitte. Wie oft denn noch? Erstens habe ich was anderes zu tun und zweitens, hey, diese Reise ist eine Riesenchance für dich. Und statt dich zu freuen, machst du ein Riesendrama daraus. Ja, weil das ein Drama wird. Hagen und ich, 2 Tage zusammen. Das geht nicht gut. Und dann auch noch mit Übernachtung. Ja, was? Hagen ist dein Chef. Und dieser Rennstall ist euer Projekt. Also, wovor hast du Angst? Ich habe gar nichts Angst. Ja, ist ja alles geritzt. Außerdem, wenn ich mitkomme, dann ist Dionysos ganz allein. Also gut. Vielleicht ist es wirklich hirnverbrannt und ich sollte mich dankbar auf diese Reise mit Hagen freuen. Genau. Genau. Ich werde Hagen in Zukunft nicht mehr aus dem Weg gehen, sondern seine Nähe suchen. Naja, also Dana, das war nicht so gemeint. Das ist die Lösung, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Konfrontationstherapie. Ah, Olli, die Braut ist da. Ja. Frau von Lahnstein, wenn wir Sie nicht überreden können, die Fesseln der Ehe zu sprengen. Bleibt nur noch dir alles Liebe zu wünschen. Keiner wird dir übel nehmen, wenn du Rückzieher machst. Wieso sollte ich? Ich heirate den Mann, den ich liebe. Ich werde seinen Ring mit Stolz tragen. Alle Welt zeigen, dass ich zu ihm stehe. Oh, danke schön. Arno, ich bin gleich soweit. Anna, eile. Ja, komm, ich gebe schon mal raus. Ich habe mir diese Hochzeit auch anders vorgestellt. Mit Kirche, Kutsche, blumenstreuenden Kindern, danach Flitterwochen. Darauf wirst du wohl verzichten müssen. Ja. Aber ich habe mir das gut überlegt. Ich möchte nur den Mann heiraten, den ich liebe. Und Philipp braucht mich. Und ich brauche ihn. Jetzt schaut euch das an. Gestern stand sie noch vor mir als Teenager mit Nasenring und Halsnietenband. Und die Ratte nicht vergessen, die dir den Arm rauf und runter gelaufen ist. Du hattest was? Na, ein Glück haben wir uns damals noch nicht gekannt. Die Ratte hat nicht lange überlebt. Nein, Frau Kepler hat sie mit einer Bratpfanne erschlagen. Und heute eine wunderschöne Braut. Ich bin zwar nicht dein Vater, aber ich könnte stolzer nicht sein. Aber du bist der beste Ziehvater, den es auf der ganzen Welt gibt. Und du weißt, ich bin da für dich. Immer. Sind wir soweit? Ja. Hey, Miri. Hast du mal gerade eine Haarnadel? Das Glück. Die hat einen Gast verloren. Danke. Ich hoffe, Janiko bereut den Schritt nicht irgendwann mal. Tja. Was machst du da eigentlich? Soll ich den Schlüssel holen? Nein, nein, ich krieg das schon hin. Das klappt doch im Film auch immer. Na gut, die haben natürlich selten im Film Plüschhandschellen, aber... Na, was habe ich dir gesagt? Es muss gleich losgehen. Schade, ich hätte mir für Nico eine festlichere Trauung gewünscht. Freiwillig hätte sie sich bestimmt kein Gefängnis ausgesucht. Ach komm, du findest es doch bestimmt ganz romantisch. Vielleicht ist Ihnen der Ort ja wirklich egal. Kommt, lasst uns anstoßen. Auf das Philipp und Nico ihr Glück finden mögen. Ja, auf Nico und ihren Mut. Und dass unser Traumpaar bald wieder glücklich vereint ist. Ja. Dana? Hast du mal einen Moment? Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Erst mache ich so einen Aufstand, dass wir dringend nach Hannover müssen. Und jetzt... Ich hätte nicht gedacht, dass Marlene so schnell nachgibt. Ich warte so lange darauf, dass sie mal einen Schritt von sich aus auf mich zugeht. Wäre sie nur eine Stunde später gekommen, hätten wir uns verpasst. Ja, da hast du ja noch mal Glück gehabt. Du bist nicht sauer, weil ich dich hängen lasse? Marlene ist extra für dich aus New York zurückgekommen. Das hat sie noch nie für irgendjemanden gemacht. Ich
Ich hab mir gedacht, du und Christian, ihr könntet zumindest schon einmal sondieren, welche Pferde für uns geeignet sind. Die finanziellen Verhandlungen führe dann natürlich ich. Später. Ja, sicher. Gut. Danke, Dana. Du bist die Beste. Du, jetzt, wo die Sache gelaufen ist, eine Frage. Was hast du dir bitte unter dieser Konfrontationstherapie vorgestellt? Naja, früher bin ich immer aus dem Weg gegangen. Aber das hat nicht wirklich funktioniert. Ach so. Und jetzt machst du das Ganze einfach umgekehrt? So wie den ganzen Tag Schokolade essen, bis einem schlecht wird? Ja, so ungefähr. Die war echt bescheuert. Aber es hätte klappen können.